Was geht ab, Leute? Ich wollte gerade 100 Bars für euch aufnehmen. 100 Bars Real Talk. Aber wenn ich ehrlich bin, fühle ich das am Mic gerade gar nicht. Ich möchte euch das gerne live geben. Direkt aus meinem Herzen. 100% echte Emotionen nur für euch. Scheißegal, ob ich den Text jetzt mal auf Handy habe. Gebt euch. Yeah. PA hat dieses Jahr Entscheidungen getroffen. Das Ende dieser Reise war noch offen. Hätte auch passieren können, dass die meisten mich verspotten. Doch meine Tränen wollten einfach nicht mehr trocknen. Kriege auf der Straße, Kriege mit Verrätern, Krieg mit einer Frau, die mich einfach nicht verstehen kann. Lassen wir die letzten Monate heute Revue passieren. Kommt es mir so vor, als hätte ich Gottes Segen über mir. Hab mich aus der Zelle in meinem Kopf befreit. Mein alter Ego war ein Bastard, doch ich hoffe nur, dass mir Gott verzeiht. Ich hab verstanden, dass unsere Schwächen Stärken sind. Fick die Maskerade, Mann, ich zeig den Leuten, wer ich bin. Zeig den Leuten, dass mein Leben jahrelang gefickt war. Sag, wie oft hab ich abends meine Schafe schon entsichert. Lass mich nicht von irgendwelchen Pennern unterdrücken, die mir reden vom Islam, aber gerne Mütter ficken, mir egal ob mit dem Bullen oder einer Kugel in dein Kopf. Reihe, du bist nicht mit Gott, du bist skrupelloser Schrott. Zu Hause war die Hölle los, um mich rum nur Haifische. Doch anscheinend war ich nicht der Einzige. Für so einige war 7 Jahre ein Heilmittel. Ich bin für jeden von euch da, also schreibt mir bitte 100 Bars, Final Kill. Viele haben mich provoziert, aber PA hat sich alles irgendwo notiert. Anstatt auf Instagram zu bellen wie ein hohes Tier, habe ich mich im Studio auf die Zerfickung fokussiert. Aus irgendeinem Grund hat nur Manuel angebissen, obwohl ich niemals dran gedacht habe, diesen Mann zu dissen. Drückt mit seiner Reaktion auf meinen wunden Punkt. Doch ich klär das mit Gehirn, brauche keine 100 Jungs. Ich send die Liebe, Bruder, denn ich kenn dein echtes Ich. Ich denke, vielen ist bewusst, dass du kein Schlechter bist. Warum verkaufst du deinen Traum gegen Verbrecher-Shit? Obwohl du so ein krasser Rapper bist. Die Straße rief uns nie, nein, wir wollten selber hin. Weil wir dachten, dass diese ganzen Idioten Helden sind. Wahre Reflexion sollte immer bei einem selbst beginnen. Müssen uns entscheiden, ob wir Gangster oder Eltern sind. Das Statement ging viral, ja, die Leute rasten aus, yeah. Denn dieser PA hat sich was getraut. Getraut zu sagen, dass ich fertig mit der Scheiße bin. Und mit 30 Jahren nie mehr handeln wie ein kleines Kind. Auf einmal kam Kapi, erreichte mir die Hand. Und nach dem ersten Feature hingen die meisten an meinem Schwanz. Ich weiß, dass diese Zeile hier beleidigend sein kann, doch der Drang nach bisschen Hype macht euch einfach nur noch krank. Hab schon immer gut gerappt, packte Seele in die Tracks und dennoch bekam L.E.P. den wenigsten Respekt. Mann, ich kann euch nur verachten und das geht auch nicht mehr weg. Aber macht euch keine Sorgen, bin zu jedem von euch nett. Doch behalt im Hinterkopf, dass ihr kleine Fotzen seid und nur angeschissen kommt, weil ihr denkt, jetzt folgt der Hype. Doch soll es nicht so kommen, seid ihr alle wieder weg. Deutsche Rapper heutzutage sind charakterlicher Dreck. Hab im Gegensatz zu euch vor einer Kachbar mehr Respekt. Für wie dumm ihr manche haltet, ist das was ein so verlässt, so ein Mascara-Geschäft. Ihr habt keine Leidenschaft, alles Propaganda, wenn ihr Lollis auf bescheiden macht. Ihr seid keine Künstler, Hip-Hop ist euch scheißegal. Und deshalb vergehen alle eure Hypes in einem Jahr. Kapi, Bruder, das, was du gegeben hast, bekam ich nicht einmal von Brüdern, mit denen ich vorher schon Jahrzehnte war. Mir ist bewusst, dass du den nächsten Set geebnet hast für mich und meine Jungs, und dafür danke ich dir ein Leben lang. Manchmal kommt es mir so vor, als wären wir seelenverwandt. Denn Bruder, Herz, wir beide sind einen sehr ähnlichen Weg gegangen. Du bist ein Ehrenmann, Walla, Bro, wir lieben dich. Wenn einer dissen will, wird seine Mutter auf dem Beat gefickt. Wünsch mir für uns beide, dass uns Allah unseren Frieden gibt. Gnade Gott demjenigen, der jemals auf uns schießen wird. Uns verbindet einiges, weil wir meistens alleine sind und leider viel zu wenig Zeit verbringen mit unseren kleinen Kids. Kamen aus dem Battle Rap und haben die Szene attackiert. Ein paar Jahre später wollten Unterdrücker abrasieren. Ah, genau dieselbe Story, doch wer will uns abrasieren? Alle sind gefickt, wenn der CEO zum Brattern wird. Gegensätze ziehen sich an, bra, ich weiß, du fühlst die Sätze. Sind wir zwei im Bellamode, bleiben von euch nur Überreste. Hip-Hop ist eine Bubble und die Kreise sind geschlossen. Denn nur mit deinem Blick sehe ich den Neid in diesen Fotzen. Der Zug ist abgefahren, ich scheiß auf jeden von euch Pissern. Ein Feature mit PA wäre eine Ehre für euch Pisser. Meine Legacy wiegt mehr als die Karriere von euch Pissern. Vielleicht werdet ihr Männer, ja, ich bete für euch Pisser. Wir sind musikalisch Champs, ob mit Rappen oder Autotune. Ihr könnt mir alles nehmen, doch mein Ziel erreiche ich auch zu Fuß. Hab mein halbes Leben nach einer richtigen Frau gesucht. Doch was Liebe angeht, bin ich schon seit Jahren auf Entzug. Hätte nie gedacht, dass ich meinen eigenen Traum verfluch. Bin genau wie du, nur ein Bruder, der sein Zuhause sucht. Doch es heißt immer wieder, ich wär nicht beziehungsfähig. Bin in meinem Krieg gefangen und gebe deshalb viel zu wenig. Doch wo ist die Person, die meine Kriege mit mir kämpft? Ich meine die, die Palm haben will und nicht den Benz. Ich meine die, die meine Seele eines Tages heilt. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir nie gewünscht, ein Star zu sein. Meine Prinzessin hat noch nie gesehen, wie ihr Vater weint. Doch es war ein harter Fight, 7 Jahre Qual und Leid. Wir sind verbunden, wenn du über diesen Namen streichst. Was ein gutes Feeling, endlich wieder da zu sein. Streben nach Glück, Baby.